Wohnhäuser, die sich autark mit Strom und Wärme versorgen, gibt es auf dem Land bereits in größerer Zahl. Die autonome Wasserversorgung ist hingegen noch ein Forschungsfeld mit einer Vielzahl offener Fragen. Auch im Hinblick auf die immer knapper werdenden Ressourcen Nutz- und Trinkwasser. Das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktur IFI war aus diesem Grund vor einiger Zeit auf der Suche nach einem Testumfeld für Wasseraufbereitungsanlagen. Und die Forscher fanden die schwimmenden Häuser in der Lausitz. Um das Projekt nachhaltig in der Region zu verankern, Partner aus der Wirtschaft zu gewinnen und neue Arbeitsplätze zu schaffen, wurde der innovative Wachstumskern Autatec für die Region Südbrandenburg-Ostsachsen gegründet. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF geförderte Projekt vereint unter der Leitung des Fraunhofer IFI das Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS sowie weitere Partner aus dem Mittelstand, der Industrie und dem universitären Bereich. Da viele Seen in der Lausitz von der Energieversorgung weitestgehend abgeschnitten sind und ufernahe Besiedlungen bzw. schwimmende Architekturen große Gestaltungsfreiräume bieten, war bald die Idee des schwimmenden Freilichthauses geboren. Das Architektur- und Designkonzept des Hausboots kann nicht nur die neuen Entwicklungen unterstützen und Synergien fördern, sondern die jeweiligen autarken Bereiche sollen das Haus förmlich durchdringen. So ist das skulpturale Erscheinungsbild aus miteinander verschmolzenen Kuben zusammengesetzt, die in topologische Flächen gegliedert sind, welche für den spezifischen Energieertrag optimal ausgerichtet sind. Die Fassadenbegrünung ist zum Beispiel wichtiger Bestandteil der Temperaturregelung. Bei hohen Temperaturen sorgt sie durch Luft-Lee-Effekte, also die Verdunstungskälte von Wasser und Luft, mit minimalem Energieeinsatz auf fast 35 Quadratmetern für eine kühle Gebäudehülle und damit weniger Wärmeeintrag. Außerdem gewährleistet eine adiabate Kühlungsdecke im Inneren des Gebäudes eine weitere Absenkung der Temperatur an warmen Tagen. Auf der am höchsten gelegenen Dachfläche gewinnen solarthermische Kollektoren auf maximal 33 Quadratmetern die Wärme für Heizung und Warmwasser. Überschüssige Wärme wird in ein neuartiges Speichersystem eingespeist. Mit knapp 57 Quadratmetern nehmen photovoltaische Anlagen den meisten Platz an der Außenfassade ein. Ein Drittel der Module bilden Dünnschicht-Photovoltaik-Elemente, die als Glasfassade verbaut werden. Diese sind damit nicht nur halbtransparent, also lichtdurchlässig, sondern erreichen auch noch besonders hohe Erträge bei diffuser Lichteinstrahlung. Der übrige Teil besteht aus klassischen, kristallinen Modulen, die für eine vollflächige und geschlossene Fassade sorgen. Insgesamt bietet das Freilichthaus eine Nutzfläche von 175,5 Quadratmetern auf einem 13 x 13,5 Meter großen Ponton. Dabei entfallen 62 Quadratmeter Wohnfläche auf das Erdgeschoss, 25 auf das Obergeschoss und 15 Quadratmeter auf die Dachterrasse. Bisher haben wir vor allem die Kombination gängiger Technologien gesehen. Die eigentlichen Forschungsfragen beschäftigen sich jedoch mit deren Weiterentwicklung und der Integration in die Struktur der Gebäudehülle, ohne den Wohnraum zu stark einzuschränken. Zudem sollen natürlich bauphysikalische Synergieeffekte erforscht und genutzt werden. Werfen wir nun also einen Blick in das Innere des Hauses. Um auf dem Wasser leben zu können, sind zwei Dinge wichtig: ein Schwimmkörper und nicht zu viel Gewicht. So arbeiten verschiedene Partner unter anderem an der Entwicklung von Leichtbau-Sandwich-Strukturen sowie eines Grundkörpers. Um aber die ganze notwendige Technik, zum Beispiel für die Wiederaufbereitung, die Energiespeicherung und die Steuerung des Systems unterzubringen, müssen außerdem Wandsysteme und Treppen mit genügend Platz im Inneren entworfen und mit dem Grundkörper abgestimmt werden. Keine einfache Aufgabe. Die beteiligten Fraunhofer-Institute aus Dresden konzentrieren sich dabei auf die Komponenten des elektrischen und thermischen Versorgungssystems, die Wasser- und Abwasseraufbereitung und die allgemeine Steuerung. So gehört zur Ausstattung im Erdgeschoss ein Salzhydratkamin. Dieser verflüssigt Salzhydrat in einer wassergefüllten Wanne, das dann überschüssige Wärme aufnehmen und speichern kann. Im Winter wird dieses wieder abgegeben, ganz so wie bei einem Taschenwärmer, den man zuvor im kochenden Wasser verflüssigt. Da das aber noch nicht ausreichen wird, forschen die Teams an einem Langzeitspeicher auf der Basis von Zeolit. In dem kristallinen Mineral lässt sich ebenfalls produzierter Wärmeüberschuss speichern, indem es rein physikalisch im Ponton getrocknet wird.
Aufgrund seiner porösen Struktur hat das Mineral die Eigenschaft, Wasserdampf anzusaugen, diesen einzubinden und dabei Wärme abzugeben. Damit würde die feuchte Winterluft bereits ausreichen, um den Speicher zu aktivieren. Darüber hinaus wird auch der Einsatz einer Seewasserwärmepumpe erprobt, damit auch im Winter immer ein angenehmes Wohnklima herrscht. Damit die Konstruktion tatsächlich leicht ist und sowohl hohem Wellengang als auch Eis standhalten kann, wird neben dem Schwimmkörper aus Stahl vor allem Kunststoff und Textilbeton verbaut. Dieser Wandbaustoff muss in der Lage sein, die Lithium-Ionen-Akkus aufzunehmen, die die elektrische Energie speichern. Dazu werden spezielle Akkukisten als Wandelemente entwickelt, die einen sicheren und leicht wartbaren Betrieb der Technik ermöglichen. Außerdem sichert die geschlossene Bauweise auch gegen das mögliche Eindringen von Wasser ab. Die Wasserversorgung soll über ein geschlossenes System für Trink- und Brauchwasser realisiert werden, das ebenfalls im Ponton untergebracht wird. Da eine biologische Behandlung, wie an Land üblich, hier nicht möglich ist, müssen die Wissenschaftler komplett auf physikalische und chemische Methoden zurückgreifen. Dazu werden verschiedene keramische Membranen kombiniert, sodass diverse elektrochemische und photokatalytische Prozesse parallel zur Filtration stattfinden können. Viele der vorgestellten Versorgungstechnologien werden sich im zukünftigen schwimmenden Outertech-Freilichthaus am Berkheider See wiederfinden. Der Stapellauf ist noch für dieses Jahr geplant.